Jo Leute, was geht? Maro am Start. Freut mich heute, dass ihr dabei seid zum neuen One Piece Pirates 4 Online Video. Wir haben ein neues Format, was wir wahrscheinlich regelmäßig bringen werden, sofern ihr natürlich Bock drauf habt. Und wir haben auch natürlich einen Kollegen am Start, und zwar den guten... Hallo? Alles klar. Den guten was? Wir haben zusammen schon ein Video aufgenommen, Leute. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt gerne den Link in der Videobeschreibung ab. Da haben wir schon mal zusammen gezockt. Gerne abchecken, Alter, auf jeden Fall. Und ja, machen Sie ready mit Ihrem Lore. Oh, hey, woher weißt du, dass ich Lore habe? Ah, da oben ist es dran. Du hast Katakuri. Oh. Katakuri, wie groß du bist! Was? Guck mal bitte den Vergleich an. Ja, es ist krass, ich weiß. Katakuri ist echt gigantisch, Leute. Das haben auch viele gesagt, Mann. Einfach. Alter, Maru, wie groß bist du? Ich komme an dein Knie. Oh, ich habe meine Mütze weggetan! Was? Ja. Das siehst du nicht, aber gell? Okay, teilen wir uns auf. Ich darf Ecke. Let's go. Ja, ich gehe auf Raiju. Zack. Genau, Freunde, ich habe ein Thema vorbereitet, und zwar meine Meinung zum Spiel. Ich wurde in den Streams sehr oft gefragt, wie es damit auf sich aussieht. Und ihr könnt gerne, falls ihr Bock habt auf so zukünftige Videos von dem Format, gerne auch Themen oder Informationen, Fragen reinstellen in die Kommentare, wo ich und vielleicht auch andere Leute dann drauf Stellung nehmen. In dem heutigen Video würde ich einfach mal ein bisschen über meine Meinung zu dem Spiel reden, weil es auch viele interessiert hat. Und ja, genau. Da kann Osaru, falls er Bock hat, auch ein bisschen seinen Senf dazu geben. Oh mein Gott, Das ist sogar fast so, dass ich Law spiele, weil mein Partner mir die Story gemacht und da konnte ich ihn nicht spielen. Ich bin halt richtig in meinem Element, aber ja, gerne, auf jeden Fall, ich bin am Start. Marboy. Hast du bei ihm eigentlich schon die ganzen Fähigkeiten freigeschaltet? Ich hab ein bisschen was gemacht, tatsächlich, ja. Okay, aber noch nicht alles. Nice. Ja, ich habe jetzt inzwischen, ich habe jetzt auch noch nicht alle Charaktere testen können, ehrlich. Selber noch nicht geschafft, obwohl ich die schon längst freigeschalten habe. Das Ding ist halt einfach. Ich finde halt, so ein Charakter spielt sich komplett anders, wenn du seine Fähigkeiten halt nochmal alle hast, bevor du halt wirklich dieses Basic-Zeug noch hast. Das ist so ein Unterschied, das habe ich auch bei den Rookies oder so am Anfang gemerkt. Ich habe die ein bisschen angezockt, war ganz nice, aber nachdem du dann ihre ganzen Ultis freigeschalten hast, du hast wirklich nochmal komplett andere Optionen. Und das finde ich halt auch richtig gut gemacht von dem Spiel, vom Spiel, von den Charakteren, weil du hast die Möglichkeit, die Charaktere auf verschiedene Art und Weisen, je nachdem was du halt ausrüstest, auch an Fähigkeiten zu spielen. Ja, frag mich, ich hab übertrieben lang die Story ohne diese Karten gespielt, wie ich es gemerkt habe. Same. Ja, ja. Und dann irgendwann kommst du nicht mehr weiter. Hm. Bis wohin hast du es, ab welchem Punkt hast du es gemerkt, dass es kritisch wird? Boah, du, bei Marineford warst, da hat mir eins aus der Community gesagt, hey, bitte mach deine Karten. Okay. Warte, lass mich. Weißt du, wo es bei mir war? Bist du auch im gelben Bereich? Ja, bin ich gerade bei Sengoku. Okay, ich geh dann in den roten Bereich. Oder lass uns aufteilen, oder? Ja, können wir machen. Let's go. Und beim Gelben. Oh, ich fäng grad, dass sein Hut abgenommen hat, weil Law ist mein Lieblingscharakter, okay. Aber ich kann mich mit seinem Hut nicht anfreunden. Vor allem jetzt, wie er ist. Das Dinosaurier Outfit von Law ist halt auch nice. Halt pre-order exklusiv. Ja. Ich bin im roten Bereich, okay? Ich mach das wieder. Ja, perfekt. Falls du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, ich sag immer Episoden-Logbuch, obwohl wir halt den Schatz-Logbuch spielen. Das habe ich auch bei dir ein Part voll auf falsch gesagt. Aber ich komme einfach auf diesen Namen nicht klar. Also ihr wisst Bescheid, Leute. Falls ihr euch wundert, was wir da gerade im Hintergrund für eine Mission machen. Gemeint, dass es Dreamlog oder so mal hieß? Kann das sein? Genau. Im dritten Teil hieß es Dreamlog. Schatz-Episoden-Logbuch. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Zu der Meinung zum Spiel, ich persönlich habe es, glaube ich, auch schon mal irgendwann angesprochen gehabt. Ich würde dem Spiel eine 9 von 10 geben. Warum keine 10 von 10? Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen noch stören. Gerade was auch zum Beispiel die Charakterauswahl angeht oder halt generell. Man kann immer genug oder mehr Charaktere ins Spiel bringen. Aber da gab es auch also sehr viel Hate, und gerade das mit den NPC-Charakteren ist so ein Thema, was mich auch ziemlich stört. Aber wir werden ja noch 9 DLC-Charaktere kriegen, das wird auch interessant werden. Du gibst dem Spiel eine 9 von 10. Ah, der, ja, du bist weil auch total der One Piece Liebhaber, oder? So One Piece Fan. Ja, schon. Also das Ding ist, ich muss sagen, ich hatte mit dem letzten One Piece Spiel, also ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß wie mit Pirates 4. Das stimmt, Spaß habe ich an dem Game auf jeden Fall wirklich. Oh mein Gott, der sieht so geil aus. Ich bereue es gerade, dass ich. Ich hätte auch bei mir kämpfst du gegen die Luft, Alter. Oh mein Gott. Ja, nee. Ja, jetzt komm, Maro. 9 von 10. Gehen wir 8, 7,5. Rein damit. Nee, ich bin halt gespannt, wirklich, ob Online-Modi halt noch mehr geht, als das sie haben. Ich würde mir wünschen, dass so wöchentliche, oder was heißt wöchentliche? Raids, zumindest konstant Events kommen. So Raids, neue Bosse, neue Events und so fort. Da habe ich auch auf jeden Fall drauf geschaut, was die Zukunft des Spiels mit sich bringt in Sachen Online, weil
Hallo 2020, da muss man schon mit der Online-Welt gehen, sag ich mal. Ja, da hast du recht. Es gab ja auch die News am Anfang oder den Leak, dass es einen 12er-Modus geben wird mit 12 Online-Spielern, aber der ist, so wie es scheint, noch nicht im Spiel. Ich weiß nicht, ob der noch kommen wird oder ob das Fehlinformation war. Hm. Müsste man auf jeden Fall noch abklären. Aber was mich halt, das habe ich auch bei dir im Part angesprochen, was mich da ein bisschen gestört hat, war halt bei der Story. Ich finde, da hätte man im New World Arc ein bisschen mehr machen können und dafür bei den alten Arcs weniger. Mhm. Und zum anderen, da habe ich mir auch noch aufgeschrieben, die Kamera ist halt immer noch so eine Kleinigkeit, so ein Problem. Auch bei großen Charakteren vor allem, richtig? Ja, genau, bei Giant-Charakteren ist da ein bisschen schwierig. Wenn die das noch ein bisschen anpassen, optimieren können, würde ich auf jeden Fall feiern. Und ansonsten, ich finde halt das Gameplay ultra gut. Also gerade, dass du selber deinen Charakter so gestalten kannst, wie du magst, mit den Fähigkeiten. Es ist halt Pirate Warriors, nur optimiert. Wie gesagt, mir fehlen da noch ein paar Charaktere. Die 9 Stück werden wir noch kriegen. Ich glaube, zu den Leaks ist da wahrscheinlich auch schon ein Video draußen, je nachdem, wann ihr das Video jetzt sehen werdet. Aber ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Dementsprechend bin ich. Ich glaube, wir haben die Mission schon gepackt, gell? Ultra schnell. Sieht so aus. Ja, die Mission geht zu zweit halt. Ja, schneller, Alter. Genau. Nee, aber ansonsten habe ich gar nicht so viel persönlich auszusetzen an dem Spiel. Vor allem das Ende der Story hat mich halt echt. Also, Wano Kuni war ja eine erfundene Story. War unfassbar gut. Hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Aber ich bin halt mal gespannt, wie lange man noch so diese Lust haben wird, nachdem man jetzt alles durch hat. Ich bin ja jetzt mehr oder weniger an diesem Punkt angekommen. Also Platin habe ich jetzt auch schon. Mhm. Wie lange man dann noch so sich mit dem Spiel beschäftigt. Kid ist so ein heftiger Charakter, ist unglaublich. Den hast du genommen? Genau, Leute, wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Ich habe Marco am Start. Als er da hatte ich auch große Erwartungen an Marco, wie der sich so spielen lässt. Aber ich find ihn gut, Also ich finde, er ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er ist nice. Und apropos zu Meinung oder Sachen, die man im Spiel auch noch verbessern kann. Wir haben auch gerade nochmal gemerkt, Freunde, das Online-Einladen. Ja. Man müsste wirklich so private Lobbys erstellen können. Weil ihr habt sicherlich auch gemerkt, wenn ihr mal mit Freunden spielen wollt, eine Lobby aufmacht und dann halt andere Leute reinjoinen. Ist halt ein bisschen schwierig. Da hätte man von mir aus irgendwie so eine PIN oder ein Passwort festlegen können. Hätte schon gereicht, dass man halt dann einfach das bisschen besser hätte. Ja, definitiv. Genau. Bei Kid kannst du ja seine Arme erweitern, gell? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du Kid spielst. Oh mein Gott, ich spiel zum ersten Mal, ja. Alter, krass, okay, das ist lustig, Alter, das ist nice. Ja, mach mal Viereck und dann Dreieck die ganze Zeit. Okay. Und dann mach das mehrmals, dann kannst du sozusagen den Schrott an deinen Arm erweitern. What, echt? Ja, dann größer. Ich glaube, es geht bis zu 3 oder 4 Mal. Oh mein Gott, der ist richtig cool. Ja, und diese Logbücher, das ist geil zum Spielen, wirklich. Wie weit bist du da? Ja, ich habe alles freigeschalten, aber noch nicht jede Mission durchgemacht. Also, nicht, dass ihr euch wundert, Freunde, weil das sind halt die ersten 2 Kapitel, weil ich da noch nicht gespielt habe, deswegen ist es so einfach. Aber die Endmissionen sind bestimmt schwieriger, richtig? Ja, die letzten haben es schon in sich. Also, das gibt es auch nicht. Ja. Ich bin gerade awake. Also, Marco macht in der Luft auch ultra Bock, Alter. Finde ich gut umgesetzt. Er hat echt paar gute Kombos, da ist Potenzial da, aber es glaubt nicht für jedermann was, Marco. Aber ihr seht schon, Leute, es macht halt unnormal Bock, so schnell mit ihm zu sein. Alter, Kid ist so geil. Nur was ich sagen muss, das wissen die Leute auch aus dem Stream, ja? Auch als Pirat ist Kid brutal wieder drauf. Ja, ist Kid ist. So ein richtiger Pirat, weißt du, mal so ein Draufgänger einfach. Ja, da haben sich so viele gewünscht. Ich bin auch froh, dass er ins Spiel geschafft hat, weil die haben mit dem Announcement richtig lang gewartet, was Kid angeht. Ja. Der war ja der Letzte, der bestätigt worden ist. Boah, echt? Okay, krass. Also selbst die Kaiser sind sozusagen früher angekündigt worden als Kid. Okay. Das muss schon was heißen, Alter, auf jeden Fall. Genau. Gibt es so einen Charakter, bei dem du sagst, den haben wir nicht gut getroffen? Hast du alle mal gespielt? Schwierig, nee, ich habe noch nicht alle gespielt, um das sagen zu können. Aber ich finde halt ehrlich, im Vergleich zum dritten Teil, die meisten Charaktere, oder so gut wie alle, die ich jetzt zocken konnte oder angezockt habe, die hatten es echt drauf. Also da haben die echt gute Arbeit geleistet. Vor allem bin ich zum Beispiel von Ace und Sabo extrem positiv überrascht, dass sie die richtig gut hinbekommen haben, komplett überarbeitet. Aber auch so ein Ruffy spielt sich einfach viel, viel geiler und angenehmer, auch generell von den Strohhüten, als in den vorherigen Teilen. Genau. Und ich muss sagen, das wollte ich vorher sagen, ich bin bei der Map immer so absolut lost, Digga, weil wir haben so viele Etagen. Ich weiß gerade nicht, wo, in welcher Etage jetzt. Ich bin ein richtiger Zorro einfach so, ich hätte darauf gar nicht. Ja, selbst sind wir alle gefühlt, Alter. Gab's im dritten Teil auch sowas mit Fähigkeiten setzen und sowas? Oder ist es neu? Fähigkeiten ja, aber halt nicht deine Skills. Also nicht die In-Game-Fähigkeiten, sondern nur diese Fähigkeiten mit den Abilities. Okay. Dass das halt irgendwas verstärkt wird.
Ja, so wie Ultra, Ultra. Vor allem du hast. Individuell spielen, ja, genau. Du hast bei jedem Charakter, glaub mindestens 8, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, du kannst da immer. Hast da eine gute Auswahl auf jeden Fall. Okay, okay. Ich bin gerade wieder ganz woanders. Bist du bei den Gegnern? Ivankov. Ich glaube, du bist oben, oder? Ich bin Ivankov. Warum auch immer. Ah, Nebenmission. Wir müssen Fujitora. Fujitora, ja. Ist unten, kann das sein? Wo kann ich hier nicht runter? Meine ist unten, warte, ich geh mal. Guck mal unten. Oh mein, ich hab mich verlaufen, Maro. Same, same. Ich bin jetzt hier bei Burgess irgendwie. Was? Guck mal, die Attacke ist auch nice, Alter, mit den Flammen. Niji arbeitet mit Marco zusammen, weißt du was? Ich folge ihr einfach. Ich glaube, die kommt zu dir nämlich jetzt. Niji! Ja, ich bin jetzt bei Mr. Free. So, jetzt, ich glaube, jetzt habe ich eine andere Ansicht. Ich glaube, ich muss hier runter. Da ist so ein komischer Keller. Ich hab's ja, ich glaube, ich folge an. Hä, nee, oder? Brumm, brumm. Ist auch so cool, wenn der Charakter dasht. Bei Marco geht er zum Beispiel in den Phönix. Wenn er dasht mit Kreis, ja, ist richtig cool. Ich glaub, auch beim Awakening hat er ja dann die Flügel. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch richtig. Mhm. Also bei mir sind jetzt auf jeden Fall hier Gegner vor mir. Okay, nice. Und der Angriff ist auch so cool, Mann. So schön. Oh, das ist so schön, das ist schick schön. Ich glaube, ich bin echt falsch, Mann. Ich bin gerade hier also irgendwie Marco, im Keller gegangen. Wir müssen, glaube ich, nach oben, Alter. Echt? Wir sind... Wo oh bin ich gerade? Diese Map, Alter. Wer hat die eingeführt? Was? Guck mal, wo ich... Leute, was? Ich hab, warte, chill, folgt mir. Vertrau mir, vertrau mir. Ich hab meinen Haki aktiviert. Ich bin jetzt da, wo Ruffy gegen Rob Lucky gekämpft hat. Komm, komm ran, komm ran. Ich hab meinen Haki aktiviert. Kann ich ein Signal senden oder so? Signal senden? So eine Leuchtflamme nach oben. Oh mein Gott. Da, ich seh dich, oh mein Gott. Echt? Alter, ich seh dich. Ja, aber ohne, yes, ich bin falsch, du auch. Was macht man jetzt? Ja, wir sind beide lost. An der Stelle hätten wir echt beide Zoro haben müssen, Freunde, weil wir sind beide auf jeden Fall noch einige Minuten rumgelaufen und ja, unser Orientierungssinn, gerade auf dieser Map, das war halt wirklich der Orientierungssinn von Lorena Zoro, wie man ihn aus dem Bilderbuch kennt, liebe Freunde. Weißt du was, Maru, keine Ahnung, Fujitora ist hier aufgetaucht irgendwie, also ich patche jetzt. Bei dir? Ja, Mann. Perfekt. Leute, an der Stelle einfach warten und irgendwann kommt der Gegner zu euch. Das sind die besten Tricks, Alter. Ja, man, das ist echt, die Map ist halt einfach so riesig, die hier. Du konntest ja auch raus und hattest dann diese Marineschiffe und sowas. Krass, also Fuji ist jetzt down, Mann. Aufgetaucht, Mabon. So, warte mal. Der ist aber auch komplett woanders, Mann. Aber wir haben jetzt wenigstens die Hauptmission geschafft. Ja. Das ist das, was zählt. Ich geh mal zum gelben Punkt. Ah, ja, also Marco ist echt auch richtig gut gemacht worden, muss ich sagen. Gefällt hat mir der richtig. Ein Awaken? Marco? Ist er in seiner Phönixform, oder? Ja genau, er ist halt ein Luftkämpfer von Luftform. Lufttyp. So wie Croco. Oh, bei mir ist, ja genau, bei mir ist Rob Lucky, by the way. Ja, wo bist du? Das ist eine gute Frage. Auf der Map siehst du mich da? Da bin ich. Ja, ich nehm den Leoparden kurz alleine weißt auseinander, was? Ich verfolg, den... Logis oder so, der führt mich irgendwie zu den Gegnern. Perfekt. Ah, ich bin bei beim Pacifista. Ich pop den mit Frankie. Nice. Ja, unser Orientierungssinn ist so ein bisschen lost, wie bei Zorro auf jeden Fall. Vor allem mit der Runde. Ja. Aber viele haben mit der Map Probleme, habe ich schon mitbekommen. Ja, auf jeden Fall. Nee, definitiv. Ah, ich bin bei Gab. Oh, wie bist du da hingekommen? Ja, das ist der Endboss. Wie bist du da hingekommen? Boah, ich weiß nicht mal wirklich. Oh, Law ist auch bei mir, wenn du Law und Niji folgen kannst. Warte mal, ich versuch mal. Bist du unten oder oben? Ich bin auf der vorletzten Ebene. Also wenn du rechts bei der Karte, zeigst du die Ebene an. Von oben, die zweite. Von oben die nicht, zweite, also nicht ganz oben. Oh, jetzt doch nicht, jetzt bin ich irgendwie in der Mitte. Jetzt bin ich wieder oben. Hä? Egal, ich hab's geschafft, war schön. Brumm, brumm. Krass. GG, an der Stelle, Leute. Ja, Mann. Perfekte Map bekommen auf jeden Fall.
Nee, war aber lustig, ehrlich. Ja. Aber wenn wir jetzt beide komplett lost wären, hätte es auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ja. Genau. Egal, war cool. Nee, in dem Sinne, Leute, auf jeden Fall war es von dem Part. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Checkt, wie gesagt, Osadu aus. Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, schreibt auch gerne rein, falls ihr Fragen habt oder falls ihr Bock habt, sowas öfter auf dem Kanal zu sehen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wäre nice. Und in dem Sinne, hast du jetzt das Abschlusswort. Leute von heute, die Antwort auf die Frage von Soim ist natürlich ja. Deswegen sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao.